Tavi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtigen mit Familie Alexander Grusel. Und da kommt unser Hausmädchen, die Katharina, gerade rein. Ich habe gesehen hier, der Hundenapf ist leer, da müssten wir mal auffüllen. Unser lieber Alexander, der wird uns heute verlassen, vermutlich, weil er ist 71 und hier seine Laufbahn scheint ziemlich am Ende zu sein. Ich habe mit ihm Platin geschafft, sein Hobby allerdings bin ich noch immer nicht weitergekommen. Deswegen würde ich ihn eigentlich ganz gerne fix nochmal nach oben schicken wollen. Und noch... Oh, jetzt muss ich den erst reparieren. Ich wollte eigentlich blocken über Natur. Na gut, Rabea selber, also seine Frau, du kannst dich mal anziehen, meine Liebe, hat ja auch Platin-Level jetzt endlich erreicht gehabt. Die ist auch pensioniert. Und ihr Hobby habe ich jetzt auch noch nicht voll. Musik und Tanz. Da würde ich nämlich sagen, das machst du auch direkt. Du gehst runter und spielst mal ein bisschen Klavier. So, der liebe Alexander, der muss heute, glaube ich, arbeiten, wenn ich... Der schnarcht. Von 15 bis 21 Uhr muss er arbeiten. Ja. Ja, okay. Was? Rabea hat eine Lebensmittelvergiftung? Wo haben wir denn die herbekommen? Meine Güte. Herrn Humboldts Computer erfolgreich repariert. Okay, warte, dann können wir, denke ich. Nö, ist er doch immer noch dabei am Reparieren. Jetzt. Ja. So, Moment. Block über Natur. Wunderbar. Okay, sie hat eine Lebensmittelvergiftung. Irgendwas haben wir mal gegessen, anscheinend, was nicht so gut war. Unsere liebe Greta. Oh, sollten wir mal vielleicht aufhören, mit dir hier zu spielen? Du solltest auch mal ins Bett gehen, säubern und Napf füllen. So, sie hat noch keinen Job. Sie ist noch arbeitslos. Wir suchen mit ihr einen Job in der Bildung. Und... Oh je. Ja, jetzt muss sie natürlich sich übergeben hier mit der Lebensmittelvergiftung. Oh, Katharina, gehst du schon? Hieß das, dass sie geht? Ja. Okay, was machen wir denn mit dir? Hier, säuber das mal. Was ist eigentlich mit unseren Fischen hier los? Warte mal, die können wir mal auffüllen. Genau, und du gehst ins Bett. Wunderbar, schlafen. Du sollst nicht für ihn. Du sollst es nicht für ihn machen. Unser lieber Butler. Ich finde den Butler immer noch am besten, weil er mal keine Senior ist. Ja, Otto Brinkmann. Irgendwie mag ich ihn. Die werden ja auch echt nicht älter, die Butler hier. So. Weißt du was? Du kannst dann mal hier hoch und kannst mal ein Sprudelbad nehmen und dann vielleicht mal irgendwie entspannen. Vielleicht wird es dann besser. Oh, Alexander ist aufgestanden. Okay, der macht jetzt gerade ein paar Ballettübungen. Hier und... ja, wir können noch ein bisschen Logik vielleicht dann noch machen. Gehen wir hier noch ein bisschen üben. Wobei wir uns auch mal um unseren Hund noch mal kümmern sollten irgendwann. Celeste. Die geht schlafen. Okay, dann lassen wir sie erstmal schlafen. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ja. Greta und Alexander sind ja relativ neu verheiratet. Das muss ich mal gerade gucken. Was war das? Gerd geheiratet, verliebt. Dann war hier die Hochzeitsfeier. Techtelmechtel, da hatten wir, müssten wir eigentlich auch direkt schwanger geworden sein, auch wenn wir noch nicht sehen. Dann hat sie Erziehung gelernt und ja, okay, mit einer Affäre mit Gregor angefangen. Das war auf dem College. Also, Gregor ist ja auf dem College. Und da hat er Greta eingeladen und ja... Aber jetzt ist Greta wieder hier. Das liegt einfach an dem Lebensziel von Gregor, der nämlich 50 erste Dates haben möchte. Tja, so ist das dann. Blöderweise. Aber gut. Also, wie sieht's denn mit dir aus? Hey, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch in die Zone bekomme. Ich habe da nie so viel mit ihm, glaube ich, gearbeitet dran. Das Baby, wenn es denn kommt, was natürlich nicht heute passieren wird, vielleicht sehen wir heute noch den schwangeren Bauch,
Das könnte unter Umständen sein. Dann wird das hier reinkommen. Ich würde gerade mal. Oh, Rente kommt an. Ich würde eigentlich gerade gerne mal noch einen zweiten Computer in den Haushalt stellen wollen. Bin gerade mal am Überlegen, wo würde der am besten passen? Ins Wohnzimmer eigentlich ja nicht wirklich, ne? In die Küche, so wie sie momentan eingerichtet ist, auch nicht so wirklich. Oder? In den Flur ist ein bisschen doof eigentlich, aber wobei, ja, wartet mal. So, dann nehmen wir mal einen schönen. Wir müssen natürlich hier mal, ja, etwas dementsprechend Altes nehmen, also was dazu passt. Oh je. Na, das ist zu billiger. Das ist natürlich auch nichts. Für die ehemals reichste Familie, was sie ja nicht mehr ist, muss ich gestehen. Mit 260.000, ich glaube, irgendjemand, ich weiß aber leider gerade nicht wer, hat über 300.000. So, Moment. Nee, die sind ja alle. Nee, die von der Farbe passen die nicht. So, dann brauchen wir noch einen Computer. Dann nehmen wir mal den Laptop am besten. Sehr schön. Und wir können hier vielleicht irgendwie sowas wie eine Blume oder so draufstellen. Geht das nicht? Das ist wahrscheinlich zu klein, wobei es natürlich schon auch schön aussieht. Oh, was ist damit? Das ist doch nett. Gibt es davon verschiedene? Tischdeko Harmonie. Nimm mal die hier. Hoch. Oben drauf. Sehr schön. Weil ich nämlich eigentlich mit Greta, so komm, du kannst mal gerade aufstehen. Oh, warte mal. Ich hätte noch was anderes noch kurz mit dir vor. Wir gucken mal ganz kurz bei den Alltagsklamotten rein. Oder habe ich das bei ihr schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schlafanzüge und Abendkleidung. Ja, ich glaube, wir haben das schon mal gemacht gehabt. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Wobei, das könnte ich ihr sogar tatsächlich anziehen. Das war mal Cassandras Klamotten. Genau, das machen wir mal. Für den Winter, den schwarzen Schlafanzug ist in Ordnung. Und, Pelzmantel, okay. Ja doch, wobei wir behalten den Pelzmantel tatsächlich an. Auch über den Winter. So, dann zieh dir mal was an. Und ich möchte gerne tatsächlich noch mal kurz dann, dass du diese Cappy jetzt dann in Zukunft auch nicht mehr trägst. So langsam, so als baldig werdende Mutter, als die Frau von den Grusels sozusagen. Ich muss nur mal gucken. Oh, das steht dir ja irgendwie total gut. Der Pferdeschwanz. Oder sowas. Das sieht auch sehr edel aus, muss ich gestehen. Mal gucken. Das habe ich nämlich sehr selten. Bei den meisten denke ich immer, das Gesicht ist so langgezogen damit. Was haben wir denn noch so da? Kurze Haare finde ich jetzt nicht so unbedingt, muss jetzt nicht sein. Das steht ihr im Grunde auch, finde ich. Aber ich hätte gerne lange Haare bei ihr. Das andere sind so diese Standard-Dinger, die ich oft habe. Oh, wisst ihr was? Wir können mal ja auch verschiedene Frisuren machen. Ich glaube, den Pferdeschwanz, der gefiel mir doch sehr gut. Da kommen jetzt eigentlich nur wirklich die Standard-Dinger. Deswegen hatte ich ja mal bei ihr. Der sieht süß aus. Aber nicht als normal Alltagskleidung. So, Moment. Ich nehme tatsächlich mal, weil ich es sonst selten habe, das hier. Mal gucken, welche Farbe soll denn der. Das da. Abendkleidung.
Ja, würde das gehen oder gibt es da? Das finde ich aber auch süß. Das ist ein Schleier. Nee, nehmen wir mal das. Unterwäsche. Dann nehmen wir mal die Haare offen. Sowas. Schlafanzüge würde ich jetzt auch die Haare quasi aufmachen. Badeanzug ist okay. Sportkleidung. Oh, da würde ich dann den hier nehmen. Und Outdoor. Oh, Outdoor, da kannst du wieder einen Hut oder ähnliches aufsetzen. Warte mal, was haben wir denn da? Weil sie es ja liebt. Genau, den hier würde ich ihr tatsächlich. Ich finde ihn goldig. So, machen wir das. Oh, wir haben. Oder wir können. Tatsächlich, das sieht irgendwie mir nach den gleichen Ohrringen aus. So kleine Ohrringe. Was haben wir denn noch so da? Nimm mal das hier. Und Armband. So. Geschminkt. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Auch der Lippenstift würde ich sogar noch lassen. Ja. Brille brauchen wir keine, oder? Finde ich ja. Würde jetzt so sogar stehen, aber ich mag jetzt gerade keine bei ihr. So. Nee, das lasse ich. So, perfekt. Wunderbar. Dann komm doch mal gerade hierher. Und dann möchte ich nämlich gerade mal so, dass du nämlich posierst und zwar Friedenszeichen. Okay, und dann kann ich nämlich ein schönes Bild mal von ihr machen. Upsala. Die ganz neue Greta. Wunderschön. Und jetzt wird sie gleich schwanger und dann, oh, Rabea muss schon wieder sich übergeben. Hier, mach mal sauber. So, genau, was ich machen wollte mit dir ist nochmal ganz kurz nach einem Job suchen. Bildung wollen wir ja. Und danach kannst du gerne mit deinem Mann noch spielen. Ne, wobei wir müssen, ja, sie hat vielleicht auch ein bisschen Hunger. So, recht, nein. Ich mache mal ein kleines bisschen vor. Nein. Bildung will ich haben. Bildung, Bildung. Gesetzeshüter. Eins, glaube ich, kriegen wir noch. Nein. Okay, dann müssen wir erst wieder am nächsten Tag. Dann geh du nochmal hier gerade auf die Toilette. Und irgendwie, wir gucken mal, was wir im Kühlschrank haben, weil sie hat Hunger. Ich finde sie irgendwie süß. Also so jetzt mit dem Outfit passt sie auch total in das Haus. Finde ich. Und die Frisur steht ihr tatsächlich. So, Alexander. Oh, Alexander, dann steh mal auf. Wir haben es jetzt nicht in die Zone geschafft. Oh Gott, jetzt fehlen sowieso noch zwei. Das kriegt er jetzt echt nicht mehr hin. Geh mal schlafen. Wobei, dann stirbt er. Im Schlafanzug. Das wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Das ist jetzt blöd. Oh, was? Komm, du solltest Reste nehmen. Ah, wir haben keine Lebensmittel mehr im Haus. Okay. Oh, oh Mann. Du hast die Arbeit verpasst, mein Lieber. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Geh nochmal zur Arbeit. Ein paar Stunden kannst du noch arbeiten, auch wenn du jetzt zu spät gekommen bist. Aber einmal kann man es sich sehr leisten. Oh, guck mal, was da. Wow. Was er da so jetzt anhat, ist auch interessant. So, du nimmst hoffentlich die Lebensmittel an. Ich gehe nochmal zu Rabea hoch. Ach, Rabea.
Kann eine Lebensmittelvergiftung auch bei den Sims tödlich sein? Ich glaube ja. Gerd kommt zu spät zur Arbeit und so weiter. Ja. So, Rabea, ruf du mal irgendjemanden an. Du möchtest mal ein bisschen Freundschaftspflege machen. Mal gucken, wen haben wir denn da? Guck mal, den Guido können wir. Oh nein, 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 nein. Seht ihr das? Er steht auf. Er steht um 18 Uhr aus dem Bett auf. Unser lieber Alexander, der jetzt quasi 72 ist. Und schon kommt der Sensemann. Oh. Ja, die Frau will noch mal ganz fix ihn hier da anrufen. Und die Hulas kommen tatsächlich für unseren Alexander, den ich gespielt habe, seitdem er ein Kind ist, der ja von Anfang an im Spiel dabei ist, als Kind. Seine Frau Rabea kommt rein. Und schon geht er. Alexander. 11 Personen bekommen Geld von ihm. Alexander. Also das Kind, der Kind. Die Kinder, Gerd, Frau Rabea, Gregor, Alexanders Bruder, Schwester Beatrix. Ah. Beatrix. Caroline bekommt auch was, okay. Ja. Ja. Ich schicke es jetzt trotzdem mal zum Telefonieren, auch wenn es jetzt hier total weint. Ich mach mal den Grabstein gerade mal nach unten. Ich werde ihn noch nicht heute verschieben, sondern erst mit ihr. Das kann ich dann quasi auf einmal machen. Einen Tag quasi kann der liebe Alexander ja hier noch quasi bleiben. So. Greta. Ja, ein bisschen traurig jedes Mal, wenn einer stirbt, den man schon so lange gespielt hat. Nun gut, so Greta, neue Generation. Und du sollst dich mal um, wie hieß sie nochmal, Celeste kümmern. Das wäre ganz schön und nett. Ich guck mal gerade, was braucht sie eigentlich. Oh, wir könnten nur spazieren gehen mit ihr. Warte mal, so, spazieren führen. Nein, nicht verjagen. Och Mann, was habe ich denn da jetzt? Spazieren führen wollte ich. Irgendwie hat es nicht funktioniert, ne? Komm, spazieren führen. Leckerchen. Okay, irgendwas klappt nicht so wirklich. Probier's mal mit Celeste waschen. Naja, gut, ich sag jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Sakinetta. Ciao, ciao.